Hallo zusammen. Was aktuell in der Ukraine passiert, kann so gut wie niemand von uns kalt lassen, mich auch nicht. Wie viele von euch verfolge ich auch na, fast rund um die Uhr Nachrichten, Hinweise auf sozialen Kanälen, Mitteilungen, Berichte, Artikel. Es prasselt sehr viel auf einen ein. Das ist natürlich super viel. Ne? In den modernen digitalen Zeiten haben wir natürlich mit den sozialen Kanälen einfach unfassbar viele Kanäle, über die wir uns informieren können. Im folgenden Video möchte ich zumindest auf einige der wichtigsten Entwicklungen innerhalb der Schachwelt informieren, insbesondere für diejenigen unter euch, die halt keine Profis sind und auch nicht im Verein spielen und auch erst mit dem Schach vielleicht erst seit ein, zwei Jahren in Berührung gekommen sind und dementsprechend viele Quellen und viele Spieler und viele Organisationen gar nicht so gut kennen. Ja, fangen wir mal an mit der FIDE, dem Internationalen Schachverband. Der Präsident kommt aus Russland, Arkadi Dvorkovic, seit 2018. Für diejenigen unter euch, die nicht Bescheid wissen, er war früher, gehörte früher zum inneren Zirkel von Putin und war ein wirtschaftlicher Berater, bevor er halt seine Karriere als Funktionär bei der FIDE begann. Er wurde 2018 gewählt. Dieses Jahr, 2022, stehen die nächsten Wahlen an und es stand auch die Schacholympiade an. Die sollte in Moskau stattfinden, vom 26. Juli bis 8. August. Die Schacholympiade ist ein riesiges Turnier, an dem im Prinzip fast alle Länder der Welt teilnehmen. Ist ein tolles Event. Ich war schon zweimal live dabei in Dresden 2008 und in Tromsø 2000, wann war das? 16 oder 14? 14 war das, ne? Ist schon wieder so lange her, dass ich es vergessen habe. Also es ist ein wahnsinnig tolles Event und wie gesagt, es sollte dieses Jahr in Moskau stattfinden, wird es aber natürlich jetzt nicht unter den aktuellen Entwicklungen wegen des Krieges in der Ukraine und natürlich auch, wäre organisatorisch wahrscheinlich gar nicht mehr möglich, weil gerade natürlich auch die Lufträume zwischen Russland und dem Rest der Welt natürlich auch geschlossen werden und die Menschen auch gar nicht mehr richtig reisen können, werden reisen können. Das war die erste Nachricht, die erste Pressemitteilung der FIDE, nachdem es mit dem Krieg in der Ukraine losging. Am 25. Februar könnt ihr alles nachlesen auf FIDE.com, der offiziellen Webseite des Internationalen Schachverbandes. Es gibt tatsächlich schon einen neuen Bewerber mit der Indischen Schachföderation. Tja, warten wir mal ab, ob die Schacholympiade dann in Indien stattfindet. Gleichzeitig findet der FIDE-Kongress statt und dort sollen die Neuwahlen stattfinden. Also alle 4 Jahre gibt es Wahlen für das Präsidentenamt und der Kongress soll auch dann parallel zur Schacholympiade stattfinden. Das war nicht das einzige offizielle Statement des Internationalen Schachverbandes, das relativ schnell kam, sondern ein weiteres kam am 27. Februar, also gestern, das auch bei vielen für Erstaunen sorgte, ne, weil es schon sehr weitreichende Konsequenzen sind, die hier publiziert wurden und geschlossen wurden, entschieden wurden. Das Ganze könnt ihr auf Englisch durchlesen, das offizielle Statement natürlich auf FIDE.com. Wer es auf Deutsch mag, ne, der kann zum Beispiel das Ganze auf Chessbase nachlesen, im deutschen Wortlaut. Die wichtigsten Entscheidungen darunter, die getroffen wurden und die weitreichend sind. Also A, alle russischen und weißrussischen Schachsportler werden jetzt bei den offiziellen Wettbewerben nicht unter der eigenen Flagge starten, sondern unter der FIDE-Flagge. Dann, und das ist auch ein bisschen, naja, was heißt überraschend, aber viele der Geldgeber, der FIDE sind Unternehmen aus dem russischen Raum und diese Beziehungen werden gerade gekappt. Alle offiziellen Sponsoren aus dem russischen und weißrussischen Raum, von denen trennt man sich. Dieser Schritt ist in der Deutlichkeit für einige überraschend gekommen. Den genauen Wortlaut könnt ihr hier gerne nachlesen. Eine weitere Geschichte, die auch sehr weite Kreise zog, ist, dass die FIDE jegliche öffentlichen Äußerungen von Mitgliedern der Schachgemeinschaft, die die ungerechtfertigten Militäraktionen unterstützen,
diese Spieler oder Großmeister, die das getan haben, müssen sich vor der Ethik- und Disziplinarkommission verantworten. Das sind die Fälle insbesondere von Sergei Karjakin und Sergei Schipow. Karjakin sollten die meisten von euch kennen. Schipow ist auch ein russischer Großmeister, der meines Wissens inzwischen allerdings nur noch als Kommentator arbeitet und Trainer. Die beiden sind sehr bekannt, weil sie auch schon, also sie sind sowieso bekannt, dass sie die Linie von Putin seit Jahren unterstützen und die Politik von Putin unterstützen. Und sie sind auch bekannt wegen des Dubow-Falles. Ihr erinnert euch vielleicht, nach der Weltmeisterschaft waren es insbesondere die beiden Großmeister, die Daniil Dubow angegangen sind, weil er als Sekundant für Magnus Carlsen gearbeitet hat. Und jetzt gab es natürlich auch Äußerungen von Karjakin, insbesondere von Karjakin, der sich mit seinen Äußerungen ja, in der Schachwelt isoliert hat, der mit einem offenen Brief die Politik von Putin unterstützt und in vielen weiteren, teilweise sehr fragwürdigen Auslassungen auf Twitter sehr viel Gegenwind gegen sich erzeugt hat, um das nochmal zurückhaltend zu formulieren. Den offenen Brief, den könnt ihr unter anderem hier nachlesen auf der Webseite Schachticker, auf dem Schachticker chessinternational.com und dann im deutschen Wortlaut. Das Original ist natürlich in Russisch. Ich kann auch kein Russisch, spreche auch kein Russisch. Das wurde hier übersetzt von Großmeister Michael Prusikin. Das könnt ihr dort nachlesen. Also, Karjakin im Moment ein ganz, ganz heißes Thema. Natürlich ein sehr starker Großmeister. Der soll auch beim Kandidatenturnier auch eigentlich teilnehmen, das im Juli stattfindet in Madrid. Und man darf gespannt sein, welche Konsequenzen das haben wird. Ob er am Kandidatenturnier teilnehmen wird, ob er ausgeschlossen wird. Auf jeden Fall ein sehr, sehr heißes Thema. Und warten wir mal ab. Wer sich im deutschsprachigen Raum informieren möchte, dem empfehle ich die Webseite Perlen vom Bodensee. Viele von euch kennen sie wahrscheinlich schon. Ist eine der wenigen Seiten, die ja dahinter ist. Steckt Conan Schormann, der gibt sich wirklich die Mühe und recherchiert das Internet nach den ganzen Infos. Es ist im Moment wirklich unglaublich viel und das Ganze erstmal die Recherche, das Ganze zu kontextualisieren in einen richtigen, also das Ganze überhaupt zu reflektieren und dann auch vernünftig, schriftlich vernünftig aufzuarbeiten, journalistisch vernünftig aufzuarbeiten. Das ist unheimlich viel Arbeit und er gibt sich die Mühe. Und da empfehle ich euch seine letzten Artikel zum Ukraine-Konflikt oder zum Krieg in der Ukraine. Das Wording überlasse ich euch, weil es einfach extrem viel ist, was gerade einprasselt an News, ne? Und es ist nicht einfach da zu folgen. Und es ist ja auch nicht, die Schachwelt ist ja nicht die einzige, die sich mit dem Thema beschäftigt, mit dem Krieg beschäftigt. Das ist natürlich, ihr seid natürlich 24/7 natürlich auf allen möglichen Newsportalen eurer Wahl unterwegs, um eure Infos aufzuschnappen. Wir haben jetzt aktuell ein wichtiges Turnier, das offiziell heute beginnt, am 28. Februar. Und das ist der FIDE Grand Prix. Zweite Etappe des FIDE Grand Prix in Belgrad. Wir hatten den ersten FIDE Grand Prix in Berlin mit Vincent Kaimer. Ich habe ausführlich berichtet. Die zweite Etappe in Belgrad steht jetzt an. Die Partien gehen allerdings los am 1. März. Heute offizielle Eröffnung am 28. Februar. 1. März geht es richtig los mit den Partien. Und da sind auch fünf russische Spieler dabei. Dmitri Andreikin, Alexander Grischuk, Nikita Witjugow, Wladimir Fedoseev und Alexander Predke. Viele der russischen Spieler haben sich geäußert in den sozialen Medien, nicht nur Sergej Karjakin pro Putin, sondern eigentlich die deutliche Mehrheit, die insbesondere unter dem Hashtag No to War getwittert hat. Inzwischen ist Twitter eigentlich der soziale Kanal Nummer eins, um sich zu informieren, insbesondere wenn es um solche Sachen geht, weil da prasseln die Infos sehr, sehr schnell, sekundengenau auf einen ein. Ist natürlich auch teilweise etwas zu viel, man kommt gar nicht mehr nach und es ist schon eine Flut an Informationen. Deswegen auch nochmal hier in diesem Video nur wirklich ein paar Sachen, ne? Also es hat hier nicht den Anspruch einer Vollständigkeit, was ich hier mache. Ja, und zum Beispiel Nikita Witjugow.
hat sich sehr deutlich positioniert. Auf Twitter könnt ihr gerne nachlesen. Das Gute ist auf Twitter, man kann den Namen des Protagonisten eingeben, der Person, und man findet dann direkt den Twitter-Kanal, und der sich natürlich ganz klar gegen ja, die kriegerischen Auseinandersetzungen in Ukraine positioniert hat. Einer der vielen Spieler, auch Jan Nepomniachtchi, direkt am Donnerstag. Nepomniachtchi, ihr habt es ja mitbekommen, beim Airthings Masters war ja direkt betroffen. Was heißt betroffen? Aber er musste spielen an den Tagen, an denen es zur Invasion in der Ukraine kam, und hat sich auch dementsprechend, nicht, was heißt dementsprechend, hat sich positioniert, und man merkt es ihm auch an, dass es ihm an die Nieren geht. Genauso wie zum Beispiel Wladislav Kovalev. Die meisten von euch werden ihn nicht kennen. Wer ist Kovalev? Das ist der beste Spieler Weißrusslands oder Belarusslands bei dem Wording. Ich weiß gar nicht, was ist jetzt der offizielle Status? Weißrussland, Belarusland. Ich glaube, ist beides okay. Der sich auch ganz klar positioniert hat. Nein zum Krieg, und sich große Sorgen macht. Er lebt in Minsk. Was hat der Weltmeister? Wie hat sich der Weltmeister geäußert? Betont zurückhaltend, so wie man das von Magnus Carlsen immer kennt, so ein bisschen. Aber subtil, peace is cool, war not so much. Es gab mehr, und er twittert aber auch eine oder retweetet die Pressemitteilung von Chess24, was ja zur Play Magnus Group gehört, die sich ja ganz klar positioniert hat, wie viele andere Plattformen auch, ne, wie LeeChess zum Beispiel auch, mit No to War. Es findet natürlich super viel statt auf den sozialen Kanälen, ne? Also das war erstmal ein kleiner Überblick, den ich abschließen möchte mit einem, ja, einem kleinen, mit einer humoristischen Einlage von weiter retweetet hier von Kirill Sevchenko, ein weiterer ukrainischer Großmeister, der in Kiew lebt und ständig twittert, ne? Rund um die Uhr im Prinzip. Junger ukrainischer Großmeister, 19 oder 20 Jahre alt. Und zwar dieses Bildchen hier. Das stammt allerdings nicht von ihm, das hat er, glaube ich, nur retweetet. Und das hat so ein bisschen die Runde gemacht. Schreibt er, ist zwar nicht mein Humor, aber trotzdem, die Leute haben großartiges Gefühl für Humor. Ich musste auch lachen, muss ich sagen. Hier, und damit möchte ich das Ganze auch ein bisschen beschließen, mit einem lachenden Auge auch. French Defense, Russian Defense und Ukrainian Defense. Um den Gag besser zu verstehen, der Typ auf dem Bild, das ist der Großmeister Oleksandr Sulipa aus der Ukraine, der auch der Trainer der ukrainischen Damen-Nationalmannschaft ist. Ja, und über Nacht jetzt irgendwie zum Verteidiger seines Heimatlandes mutiert. Mein Jahrgang, 1972, und ja, steht da mit Gewehr und Weste irgendwo in seiner Heimatstadt, ich weiß gar nicht genau wo, ja, und verteidigt sein Vaterland über Nacht. So kann es laufen. Ja, viel Scheiße auf der Welt. Ukraine ist ein großer Scheißhaufen. Ich sag's mal ganz offen, wie es ist. Nicht Ukraine selbst, natürlich der Krieg. Hoffen wir auf bessere Tage. Das war's von mir. Ich wünsche euch was, und am Morgen gibt es wieder Schachanalysen vom FIDE Grand Prix. Macht's gut.